Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute habe ich einen Gast. Hallo Frank, Frank Hallo. Konefka. Der Frank ist Steuerberater und heute werden wir mal über das Thema Steuern gemeinsam sprechen. Steuern bei Optionen, heikles Thema, oder? Denkst du? Naja, zumindest gibt es immer viele Fragen von euch. Gibt es ja so ein paar Sachen, die in den letzten Jahren sich geändert haben. Genau. Gekaufte Optionen, verkaufte Optionen. Lohnt es sich, eine GmbH zu gründen? Sollte man es lieber als Privatmann machen? Wie ist es mit Aktien? Was ist der Unterschied zwischen Verkauf von oder Handel von Aktien, Verkauf von Optionen? All das und mehr jetzt im Video. So, und da will ich dich natürlich oder erstmal vorstellen, beziehungsweise du kannst es ja auch selber. Vielleicht ganz kurz, der Frank und ich, wir kennen uns schon jetzt doch etliche Jahre. Ne? Lange ist es her. Lange genau, ist es her, als wir uns Studienzeit in Dresden. Als wir uns mal kennengelernt haben. Und wir sind dann im Laufe der Jahre immer so ein bisschen im Kontakt geblieben. Du hast auch schon bei uns hier Vorträge gehalten für Teilnehmer, die so eine Profi-Ausbildung gemacht haben bei uns. Genau. Und jetzt hätte ich mir natürlich irgendeinen Steuerberater einladen können. Warum habe ich den Frank eingeladen? Ganz einfacher Grund, du bist einer der wenigen Steuerberater, der nicht nur Steuern macht, das machen ja eigentlich alle, sondern du handelst auch an der Börse und zwar auch das, was ich mache. Du handelst Aktien, du handelst Optionen und deswegen hast du natürlich einen ganz besonderen Zugang. Wie lange bist du schon im Handel aktiv? Also ich habe ja schon gesagt, du handelst auch selbst. Ja. Wie lange handelst du schon? Also Börsenerfahrung würde ich jetzt sagen um die 20 Jahre. Also das, so wie ich ungefähr. Na genau. Ja, genau. Also das ging quasi nach dem Abi los, Interesse, es wurde dann ein Hobby. Dann während des Studiums, ja, da hat man den Börsenverein gehabt, man hat viele Leute, die sich genau mit dem Thema beschäftigt haben. Ich habe ja wie gesagt BWL studiert, da ist das ja eines der Themen auch gewesen an der Uni. Muss dann aber ehrlich sagen, dass ich während der Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen die Tätigkeiten komplett eingestellt habe, um ja, das Examen erstmal sauber abzuwickeln. Und nachdem das alles, sage ich jetzt mal, in Sack und Tüten war, die Kanzlei, die eigene Kanzlei gegründet war, dann kann man sich ja um die Dinge widmen, die auch wichtig sind, Altersvorsorge. Mhm. Und da ist natürlich die Geldanlage ein wichtiges Thema. Seitdem bin ich auch wieder aktiver. Das heißt, ähnlich wie du, langfristig in Aktien, Dividendenpapiere anlegen und idealerweise die Aktien natürlich über Cash Secured Puts erhalten, mhm, beziehungsweise mit Stillhaltergeschäften und ganz simplen Short Puts, BBTM-Modell, mhm, ja, am Optionshandel teilnehmen, um eine Rendite, die über den Markt ist, zu erzielen. Okay. Es ist ja wirklich so, dass ich habe es schon im Vorspann gesagt, wir bekommen ja unheimlich viele Anfragen, was das Thema Steuern betrifft. Und der Deutsche ist ja sehr steueraffin. Also wir kennen das ja hier gerade im Osten, ja, so kurz nach der Wiedervereinigung. Du hast die ganzen Immobilien, wurden nur deswegen gekauft, weil irgendwie Steuervorteil stand. Ja, ja. Also wenn der Deutsche irgendwo liest Steuervorteil, dann ist er da ganz, ja, ganz dabei. Weißt du zufällig oder deine Einschätzung, sind wir eigentlich in Deutschland ein, mal für Europa, vielleicht auch für die Welt betrachtet, eher ein Hochsteuerland oder sind wir eher so im, wo man sagt, naja, es ist bei den anderen eigentlich genauso? Naja, gefühlt sind wir absolut ein Hochsteuerland. Das wird jeder bestätigen, mhm, der seine Steuern bezahlt und ein bisschen dafür arbeitet. Also es ist gefühlt wirklich sehr viel, was der Staat bekommt. Und 42% Steuersatz ist schnell erreicht, also bei 53.000 Euro hat man die zwei Einkommen. Als Single? Als Single, genau. Wie viel? 52.000? 53.000 ungefähr. Okay. So, und das kann man, also im Jahr 53.000, nicht im, mhm, Monat, und dementsprechend 42% plus Soli plus Kirche. Und das ist ja nur die Abgabenlast, die die Steuern betrifft. Dann gibt es ja noch die Krankenkasse, gegebenenfalls eine, mhm, Pflichtversicherung in der Rentenversicherung oder in einem berufsständischen Versorgungswerk. Das heißt, das, was von seinem verdienten Geld unten ankommt, ist gefühlt zu wenig. Mhm. Ist aber meiner Ansicht nach auch im internationalen Vergleich, also es gibt Länder, die deutlich weniger Steuern haben, die teilweise weniger haben, aber es gibt auch Länder, die noch mehr Steuern haben. Mhm. Also wir sind in Deutschland nicht über Gebühr mit Steuern belastet, auch wenn man das immer so fühlt. Es sind eher so die Sozialabgaben und das, was man das Gesamtpaket, ne? Ja, was, okay, genau. Jetzt muss man, glaube ich, noch bevor dann die Ersten schon wieder aufschreien, die 42% Steuerlast, das ist der Spitzensteuersatz, der natürlich dann nicht komplett auf die gesamten 53.000 angewandt wird, mhm, sondern das geht so peu à peu. Na, wo geht's los? Ab wann muss man Steuern bezahlen? Ab 8.820 Euro.
Das ist aktuell, also wir sind jetzt im Jahr 2017, mhm. Es ist der Freibetrag, den man in Deutschland hat. Also wenn ich 8.800 Euro, was auch immer, verdiene, zahle ich exakt 0 Euro Steuern. Okay. Ist auch wieder ein Unterschied. Es gibt Länder, da ist man eben ab dem ersten Euro dabei mit einem teilweise geringeren Steuersatz. Hat alles Vor- und Nachteile, ja. Aber... Also man kann sagen, ca. 10.000 Euro im Jahr, wenn ich ein bisschen Krankenversicherungsbeiträge ja. draufrechne, bis dahin zahle ich keine Steuern. Und ab diesem Wert geht es dann mit 14% los. Und dieser Steuersatz tut sich dann progressiv auf 42% steigern. Vielleicht mal ganz kurz für alle, was heißt dieses Wort progressiv? Progressiv bedeutet, dass der Steuersatz nicht linear ansteigt, also nicht, so, um, okay. genau, nicht um, was weiß ich, als Beispiel, ich habe also 14, Euro 15, Einkommen, 16, genau, 17 und so weiter, sondern dass, je mehr ich verdiene, ich prozentual gesehen auch mehr Steuern zahle. Mhm. Das bedeutet, als Geringverdiener bin ich vom Staat noch ein bisschen günstiger gestellt, aber sobald ich dann ein bisschen mehr verdiene, tue ich prozentual mehr Abgaben zahlen. Okay. Wenn ich jetzt einen Steuerberater habe, mit dem ich grundsätzlich zufrieden bin und sage, Mensch, ich weiß aber nicht genau, hat der einen Plan mit dem, was diese ganzen Aktien, Optionsgeschichten etc. im steuerlichen Bereich betrifft, gibt es eine gute Frage oder ein paar Fragen, die ich dem stellen kann, um so ein bisschen seine Kompetenz zu testen? Also was würde ich einen Kollegen fragen? Beziehungsweise was sind Fragen, die man stellen kann? Ja, man kann ihn ja einfach mal fragen, ob er kurz in wenigen Worten den Unterschied zwischen einer binären Option, einer Option, einem Optionsschein erklären kann. Das könnte ich mir vorstellen, können die meisten vielleicht noch, wenn er da schon in Stocken kommt. Da hätte ich jetzt spontan gesagt, das können die meisten überhaupt nicht. Nee? Nee. Da würde ich jetzt noch zutrauen. Okay. So, und wenn er das kann, dann würde ich ihn fragen, Mensch, du, ich habe einen Butterfly aufgesetzt, wie muss ich denn den versteuern? Echt? So was würdest du, das glaubst du, das muss ein guter Steuerberater? Naja, okay. Nein, ein guter Steuerberater, aber da kannst du herausbekommen, ist er denn dem Thema fit? Okay. So, hat er, wenn er gar nicht weiß, was es ist, was ist ein Butterfly, wird er dann vielleicht fragen. So, dann hat sie ja schon herausgestellt, er weiß gar nicht, um was es geht. Mhm. Und umso schwieriger ist es ja auch, die steuerlichen Folgen aus diesen Konstrukten zu ziehen. Ich meine, wenn man das Facebook liest, da sind ja... Strategien werden da angewandt. Ich weiß gar nicht, wie manche ausgesprochen werden. Shade Lizards, Butterflies. Vielleicht muss ich an der Stelle ganz kurz mal einhaken für alle die das nicht auf dem Optionsstrategien-Kanal sehen hier. Butterfly, das ist eine Optionsstrategie aus gekauften und verkauften Optionen, genauso wie Shade Lizard und was es da alles so gibt. Geht es speziell ums Thema Optionen. Ich hätte es einfach auch gefragt, Mensch, haben Sie selber ein Aktiendepot, haben Sie selber ein Dividendendepot und so? Ja. Weil ich glaube, auch da wird es scheitern, oder? Auch das werden viele nicht haben. Oh. Ich kann mich an einen Steuerberater erinnern, den wir mal hatten hier in der Firma. Der hat als erstes gesagt, als er unser Depot gesehen hat, also das würde ich nicht machen, das ist viel zu riskant. Mhm. Das ist natürlich dann auch schlecht, dass der einem dahingehend dann auch beraten kann, ganz klar, weil ich kann ja auch keinen beraten über Herzchirurgie, wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Ne? Genau. Also wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema und... Aber das sind die Fragen, da kann man relativ schnell herausfinden, ob jemand mit der Materie vertraut ist. Jetzt noch eine Frage dazu, weil ich könnte mir vorstellen, da kommen jetzt ein paar Nachfragen. Ja. Jetzt haben wir über Aktien gesprochen. Jetzt du und ich, wir beide handeln unter anderem auch Optionen. Wir handeln vielleicht auch mal einen Future oder vielleicht auch mal irgendein anderes Instrument. Wenn wir das jetzt aber machen, also wir handeln jetzt, sagen wir mal, eine Option, machen wir es als einfaches eine Option, und erzielen da einen Gewinn, dann gilt aber diese 95% Steuerfreiheit nicht, sondern dann müssen wir das ganz normal zum Steuersatz der GmbH versteuern. Genau so, dann sind das reguläre Kapitaleinkünfte, das ist wie wenn die GmbH Zinsen auf irgendwelche Festgelder bekommt, der ganz normale Körperschaftssteuersatz plus Soli plus Gewerbesteuer. Ja. Circa 30% ungefähr. Okay. In Klammern ist ja auch noch niedriger als 42%, wenn man im privaten... Wenn die Abgeltungssteuer vielleicht abgeschafft wird. Genau. Okay. So, jetzt haben wir ja viele Themen, die das oder viele Fragen, die das Thema Optionen betreffen, noch gar nicht so intensiv behandeln können. Ne? Das ist ganz klar. Hier in der Kürze der Zeit ist das überhaupt nicht möglich. Aber für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen, habe ich jetzt noch einen kleinen Bonus. Denn der Frank, der ist schon hier seit Stunden jetzt bei uns im Büro unterwegs und hat ein Webinar aufgenommen, wo er ganz, ganz viele Fragen beantwortet hat, ganz, ganz viele Themenpunkte behandelt hat zum Thema
Steuern bei Optionsgeschäften, Steuern bei Aktiengeschäften, GmbH-Gründung bzw. Lohn in der GmbH zu machen oder nicht, worauf sollte man achten, was sind die Basics und so weiter. Und dieses Webinar, das ist jetzt demnächst hier bei uns verfügbar. Achtet einfach mal darauf, also wenn wir blenden euch das Ganze hier auch schon ein und es lohnt sich wirklich, dieses Webinar sich anzuschauen, weil eins ist ganz klar, wenn man Geld verdient, das ist alles das, was wir wollen, ne? Jeder ist an der Börse, um Geld zu verdienen, dann sollte man sich auch Gedanken machen, wie man es vernünftig versteuert. Es geht nicht darum, dass man Steuer vermeidet, das kann man nicht, aber man kann sie zumindest günstig gestalten. Und ich erinnere mich immer daran, es gab mal so einen Spruch, ich weiß nicht, ob es den wirklich gab oder ob man sich den ausgedacht hat, dass mir angeblich ein Bundeskanzler gesagt haben soll, wer das Recht Steuern, wer die Pflicht hat, Steuern zu bezahlen, genau, hat auch das Recht, Steuern zu vermeiden. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob es ein Bundeskanzler gesagt hat. Zumindest ist es ein bekannter Spruch. Also wird schon ein bisschen was Wahres dran sein. Genau. Und ne? In Deutschland gibt es ja da viele Möglichkeiten in diesem schier unendlichen Gesetzesdschungel. Genau. Also guckt mal hier auf dieses Webinar und wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das Ganze hier in die Kommentare. Dann können wir das Ganze auch gern nochmal wiederholen oder wir schalten dich hier mal live beim Coaching dazu. Und dann sehen wir uns demnächst hier wieder. Franke, dir danke für deine Zeit, für deine Mühe, die du dir hier gemacht hast, extra zu uns hier ins schöne Zwickauer Land gekommen. Ja, sehr gerne. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Tschüss.